Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das weiße Album von Haftbefehl. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das weiße Album von Haftbefehl am 5.6. erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das fünfte Album von Haftbefehl. Wir haben hier eine riesengroße Box. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier unten rechts im Eck noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier die weiße Box DWA Album, also das weiße Album Album. DWA Hoodie, Größe M und Sticker Pack. Dann haben wir noch die Beteiligten, Barcode und Logos der Labels. Dann würde ich sagen, machen wir die Folie mal ab und schauen hinein. So, als erstes hier bei der Schweißnaht. So, und dann schauen wir mal, ob wir die Folie hier, jawohl, wunderbar abziehen können. Der Sticker war scheinbar gar nicht auf der Folie, sondern der war hier direkt auf der Box. Somit bleibt er uns erhalten, okay. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier eine ziemlich große Box, quadratisch. Hier lesen wir in schwarzen Buchstaben Haftbefehl. Ansonsten haben wir hier jede Menge so grauer Symbole, die hier so klein den gesamten Box, ja, rundum eigentlich den gesamten Box, die gesamte Boxoberfläche hier überziehen. Hier unten rechts DWA, auf der rechten Seite nichts. Hier ist schon ein kleines Stück hier verloren gegangen. Auf der Hinterseite Haftbefehl, auf der linken Seite grau und weiß und auf der Unterseite ebenso. Gut, also die Box rein so von der Optik eher schlicht gehalten in schwarz, weiß und grau. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Und da kommen wir zum Inhalt. Als erstes haben wir einmal das Album an sich. Dann haben wir Sticker. Einmal, zweimal. Und ich glaube, wir schauen mal, ob noch einer drin ist. Genau hier. Ein drittes Mal. Und zusätzlich natürlich ein Hoodie. Also das Hauptstück neben dem Album. Von innen in weiß. Ich glaube, so von der Art der Box ist es so ziemlich genau die gleiche, die damals bei Sido verwendet wurde, beim letzten Album. Ich glaube, Ich und Keine Maske war das. Da gab es auch so einen Karton, so eine Box. Und nachdem das Ganze auch über Urban erschienen ist, gehe ich mal stark davon aus, dass das so haargenau die gleiche ist. So, als erstes holen wir mal hier den Hoodie aus der Folie. Wunderbar. Und dann natürlich auch noch das Album. Wenn wir den Hoodie mal zur Seite packen. So, dann kommen wir zum Album. Es hat ja echt lange gedauert. Also das letzte Album von Haftbefehl ist schon einige Jahre her. Ich glaube, Russisch Roulette war das letzte. Und jetzt eben mit das weiße Album zurück. So, wir haben hier das Cover. Das Cover ist in weiß gehalten mit dieser schwarzen Fratze drauf. Also sieht so ein bisschen nach abstrakter Kunst aus. Für mich sieht es echt aus wie so ein wütendes Gesicht, so ein böser Kopf in einem regulären Jewelcase. So sieht das aus auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 14 Tracks sind es geworden. Features sind mit dabei von Shindy, Shirin, David, Capo, Uvo 361 und Materia. Und wir haben auch ein US-Feature, und zwar von Gucci Mane. Das ganze Album wurde produziert von Bezazian. Und dann haben wir noch die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Als erstes kommen wir natürlich zum Booklet, wenn wir es rausbekommen. So. Was haben wir hier? Hier mal die Infos zu den einzelnen Tracks. Wer hat produziert? Wer hat Instrumente oder Programmings beigesteuert? Wer hat gemixt, gemastert? All das kann man hier nachlesen. Das Booklet natürlich auch wieder in schwarz und weiß gehalten. Sieht auch wiederum sehr düster aus. Hier dann die Doppelseite, Haftbefehl, das weiße Album. Und ansonsten, ja, die Infos zu den einzelnen Tracks.
Das Booklet ähnlich abstrakt wie das Cover. So sieht das aus. Dann kommen wir zum Album an sich, zur Album-CD. Erstmal das Booklet wieder verstauen, wenn es gelingt. So, das ist dann die Album-CD. Hier sehen wir schwarz und weiß und ja, ich denke mal, das ist Rauch. So sieht die CD aus. Auf der Rückseite sieht aus wie ein, ja, eventuell wie so ein Röntgenbild, wie so ein Totenkopf, wie ein Schädel. Eventuell seht ihr da was anderes drin. Dann haben wir Sticker mit dabei, drei Stück. Einmal diesen hier, Haftbefehl in schwarz und weiß, Querformat. Dann einmal diesen hier, ebenfalls Haftbefehl. Das hat mehr so eine Papieroptik, nicht so eine richtige Stickeroptik, sondern so eine Papieroptik. Haftbefehl noch etwas abstrakter, die Buchstaben. Und dann noch den DWA-Sticker kreisförmig. Also drei Sticker gesamt, zweimal im rechteckigen, im Querformat und einmal kreisförmig. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt, zum dritten und letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier, wie schon angekündigt, einen Hoodie. So, wir machen dabei mal das Album kurz zur Seite, damit wir hier auch entsprechend Platz haben. So, also der Hoodie kommt in schwarz. Auf der linken Seite, hier auf der linken Brust, haben wir in Silber diesmal den Schriftzug Haftbefehl. Es ist genau dieser Schriftzug, den wir auch hier auf dem Sticker hatten. So, ansonsten hier wirklich alles in schwarz. Dann hier natürlich klassisch für einen Hoodie hier am Bauch die Bauchtasche mit eingenäht. Die Ärmel auch komplett in schwarz. Hier unten am Bund so entsprechend gerippt. Ebenso hier unten am Bund, am Bauch ebenfalls gerippt. Und oben die Kapuze hat hier so zwei Bänder. Bedeutet, man kann das Ganze auch in der Größe anpassen, die Kapuze. So, dann schauen wir nochmal kurz, wie das Ganze von hinten aussieht. Natürlich auch die Rückseite in schwarz. Allerdings haben wir hier so einen Backprint hier im Schulterbereich. DWA nochmal auf der rechten Schulter hier zu lesen, in diesen weißen Buchstaben. Auch das hier kennen wir von dem Sticker, nur eben genau im Negativ, also weiß-schwarz und nicht schwarz-weiß. Und wir haben es bei diesem Hoodie zu tun. Okay, hier lesen wir DWA. In der Größe M. Es gab diesen Hoodie in verschiedenen Größen, also von S, M, L, XL war, glaube ich, alles verfügbar. Ich habe meinen in der Größe M genommen. Und jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier irgendwo eine Info... Ja, genau, danach habe ich gesucht. So, hier lesen wir noch. Na, wo ist der Zettel versteckt? So, hier lesen wir nochmal Haftbefehl DWA. Und hier lesen wir, wir haben es zu tun mit 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Turkey. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal der eben gezeigte Hoodie. Ich lege nochmal kurz zusammen. Der ist auf jeden Fall recht groß. Also obwohl ich M genommen habe, dürfte der eher so oversized geschnitten sein. So, dann haben wir, wie gesagt, den Hoodie in verschiedenen Größen verfügbar, von S bis XL. Dann haben wir die Sticker, drei Stück an der Zahl, zweimal im Querformat, rechteckig und einmal hier kreisförmig. Und natürlich das Album an sich, DWA, das weiße Album von Haftbefehl im regulären Toolcase mit insgesamt 14 Tracks und 6 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Das weiße Album von Haftbefehl. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Haftbefehl unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.